Egal ob epischer Brunnen oder mein Schachfilm. Beim Particle Decorations Mod ist für jeden was dabei. Ja, genau, und wie schon gesagt, hier der Particle Decorations Mod. Und ja, ist echt ganz nice, weil, ja, da gibt's halt der Hauptbestandteil oder auch der einzige Bestandteil von dem ganzen Teil ist, dass man halt jetzt hier so Partikel hat. Also die kennt ja jeder aus Minecraft, diese Luftblasen oder das Feuer oder das Spawn zum Beispiel, wenn man jemanden schlägt. Und das da war doch das mit der, was aus dem Village dann rauskommt und ja. Übrigens, wenn man das so über Wasser hat, das ist aber leider immer bei Partikeln, also es ist jetzt nicht nur ein Bug von dem Mod, dann werden die leider so durchsichtig, sieht ein bisschen blöd aus. Und ja, übrigens, es wurden auch mal irgendwann in Minecraft Christmas Particles geaddet, also die wurden von Mojang geaddet, das hat jetzt nicht der Modmacher gemacht. Und ja, die sind da halt auch eingebaut. Ja, und dann fangen wir gerade mal an. Es gibt, ich glaube, es sind 10 verschiedene Particle Decorations, die findet hier in dem Creative Tab Dekorationsblöcke oder halt Dekorationen oder Decorations heißt es, glaube ich, dann sogar, wenn man es auf Englisch gestellt hat. Hier findet ihr die alle. Also, da gibt es den Emerald Particle, Bubble Particle, Flame, Critical, Heart, X-Mess und Enchant. Ja genau, das war das, was aus dem Zaubertisch kommt. Und dann gibt es eben noch 3 verschiedene, also 3 besondere. Und ja, die sind farbig, das heißt, die kann man einfärben, wie man will. Das sind die 3 hier. Da könnte man jetzt zum Beispiel hier rechtsklick mit dem grünen Ding machen. Und dann sind die Teile grün. Das ist das, was immer bei Rauch rauskommt. Also, oder, ja genau, das ist dieser Rauch, der immer aufsteigt. Und dann, das sind diese, die aus den Notenblöcken immer kommen. Die haben ja auch immer verschiedene Farben. Das sind halt die Partikel, die auch in Minecraft keine Standardfarben haben. Und ja, eben noch diese Teile. Und das leckt gerade hier ein bisschen blöd, aber egal. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die man hat. Dafür habe ich jetzt das hier. Und ja, wir können hier jetzt einmal in das Menü gehen. Und ich würde sagen, das erste, was wir zeigen, ist, wie man das Ganze heller macht. Oder nee, ich zeige jetzt erstmal hier. Ihr könnt halt hier auf den Reiter hier gehen. Also müsst ihr einfach Rechtsklick machen, aber es darf halt nicht mit einer Farbe oder sowas. Mit irgendwas, was dann nicht mehr rein kann, müsst ihr Rechtsklick machen. Kommt ihr in das Menü, da könnt ihr zum Beispiel hier auf die minimale Höhe oder auf die maximale Höhe stellen. Oder halt irgendwas dazwischen. Könnt ihr hier auch wieder resetten. Und in welche Richtung, das heißt, hier soll das mal zu uns kommen? Nee, das ist genau das Falsche zu uns. So. Ja, dann kommen die ganz Partikel hier. Und die gehen nicht durch Blöcke. Ich bin jetzt gerade selber scheiße. Nee, die gehen wirklich nicht durch Blöcke durch. Genau, aber sie gehen halt durch Wasser zum Beispiel durch. Und ja, das nächste, was ich euch zeige, ist, wenn ich hier Dingens macht, er hier schon eine Nacht macht. Ihr seht, die einzigen, bei denen das nicht geht, diese Feuerpartikel leuchten ja schon. Und wenn ihr jetzt wollt, dass irgendwas anderes leuchtet, zum Beispiel auch diese Christmas-Partikel, dann macht ihr da einfach Rechtsklick mit Glowstone oder geht hier mit Rechtsklick rein und geht hier auf den ersten Reiter. Da oben kommt der Glowstone hin, der geht überall außer bei Feuer. Und hier unten kommt die Farbe hin, in der das ist, das geht nur bei denen rein. Also hier kann ich eine Farbe reinlegen. Und es geht auch automatisch rein, wenn ihr da rechtsklick draufklickt. Mit der Farbe. Oder dem Glowstone. Genau. Und ja, das letzte, was ich euch noch zeigen kann, ist hier, haben wir alle möglichen Funktionen. Aber das Wichtigste ist einfach mal
die Redstone Functionality. Könnt ihr einfach onstellen, das ist hier aus. Wollen wir jetzt einen Hebel daneben machen und das powern. Dann geht's an. Das ist das, was ich beim zweiten gemacht habe. Da, also ihr könnt noch mal sehen hier. Der Brunnen, das habe ich einfach hier auf 160 gestellt und hellblaue Farbe rein. Und dann hatte ich da meinen Brunnen. Wollte es erst noch Redstone verkabeln, dass man zum Beispiel das immer so rausspringt und so. Aber da hatte ich dann doch keinen Bock mehr. Und das vorhin hier, das war einfach mit Redstone verkabelt auch ein bisschen hoch. Und diese Hard Particle Spawner. Und die zwei Personen, die ihr da gesehen habt, da habe ich hier nochmal. Ja, was natürlich Monster sind hier so. Jetzt. Die habe ich ganz einfach. Weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr mein Video noch nicht gesehen oder wahrscheinlich habt ihr es gesehen, egal. Das müsste aber auch irgendwo rechts unten eingeblendet werden am Schluss. Über den M-Creator und das habe ich jetzt einfach nur M-Creator gemacht. Eigentlich bin ich, das ist im Grunde so, das finde ich auch cool am M-Creator, dass man dann halt eben nicht, ich meine, wenn man richtig guten Mod programmieren will, muss man ja sowieso den coden, aber mit M-Creator kann man einfach mal, ich meine, das hat mich halt 10 Minuten gekostet, einfach Skin runtergeladen, zwei Mobs erstellt, fertig war die Lauge, Export to Zip-File, dann hatte ich die zwei. Und ja, genau. Dann würde ich fast sagen, war es das auch schon wieder von dem Video. Und ja. Ach, komm schon hier. Zack. Ciao und bis zum nächsten Mal.